In diesem Video sehen Sie den Zugriff auf die IP-Minikamera per Browser. Um die IP herauszufinden, verbinden Sie sich mit dem WLAN der Minikamera und nutzen Sie dann die IP, die unter Gateway eingetragen ist, für den Zugriff im Browser. Die Minikamera stellt verschiedene Möglichkeiten für den Zugriff bereit. Für den Firefox gibt es den Zugriff via Plugin. Das Plugin kann man sich herunterladen, direkt von der Kamera, installieren. Folgen Sie dazu den Installationsanweisungen. Nach der Installation aktualisieren Sie den Browser und erlauben das Ausführen des Plugins. Dann sehen Sie das Bild der Kamera. Sie können die Auflösung und die Bildqualität verändern. Sie können Video- und Fotoaufnahmen machen und natürlich auch die Einstellungen der Kamera verändern. Da wären dann zum Beispiel die Netzwerkeinstellungen, weisen Sie der Kamera eine IP zu und die Wi-Fi-Einstellungen, sodass Sie die Kamera mit einem bestehenden WLAN verbinden können. Beim Menüpunkt SD Card Record können Sie unter anderem einen Zeitplan festlegen, der die Aufnahme auf Micro-SD-Karte steuert. Diese Aufnahme kann auch bewegungsaktiviert erfolgen. Es ist möglich, mehrere Kameras in einer Übersicht anzeigen zu lassen. Zurück auf der Startseite sieht man die weiteren Möglichkeiten, um sich einzuloggen. So gibt es zum Beispiel den Server-Push-Mode, der kein Plugin benötigt, aber eben auch ein bisschen eingeschränkt in den Einstellungen ist. Außerdem wird der Zugriff per Internet Explorer zur Verfügung gestellt, sowie verschiedene Varianten, um per mobilem Endgerät auf die Kamera zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie auf alarm.de.